Herzlich willkommen zur Technik. Ist das die erste im neuen Jahr? Herr Münch, das ist die erste. Es ist noch nicht so lange her, da haben wir die Silvesterraketen baum knallen hören. Dritter. Ich saß in einem Hörfunkstudio, das ist in der Regel schallgeschützt und habe gar nichts. Ich habe so Feuerwerk vom Band abgeschaut. Das ist ja Bandfeuerwerk. Also auch schön. Nicht schlecht. Aber Feuerwerk, ein Feuerwerk großartiger Themen haben wir heute für Sie. Sind wir nur zwei geworden? Genau, sind zwei Raketen. Also großartiges zwei Raketenthemen. Ja. Einmal Sprachkurse aus dem Internet. Ich meine, heutzutage kann man ja wirklich die volle Vielfalt interaktiven Lernens auch am Rechner nutzen, um zum Beispiel eine Sprache zu lernen. Besser als früher mit dem Dictionary und dem Grammatikbuch. Da gibt es zwei verschiedene Systeme. Genau, die haben einmal wir in der Community und einmal eben als Kauflösung, wo man die kompletten Pakete wirklich auf seinem Rechner da zu Hause hat. Also gucken wir mal, welche tatsächlich besser geeignet sind, um Sprachen zu lernen. Und vorher unser großes Thema, falls es in den Winterurlaub geht, E-Book-Reader. Genau, Literatur für unterwegs, ganz leicht, tausende von Büchern in einer Hand und nur ein paar Gramm schwer und dafür aber Akkulaufzeiten bis zu 103 Stunden. Apropos Akkulaufzeit, da blinkt was. Da blinkt was. Ich glaube, ich wechsle mal unseren. Viel Spaß. Genau. Gucke, aber sofort. Yeah! Och, jetzt kommen wir endlich mal zu Büchern. Letztes Mal haben wir ein Heimkino eingerichtet, damit es zwischen den Jahren nicht so langweilig wird. Was für die Jungs. Frauen lesen ja auch mal gerne ein gutes Buch. Es soll auch bei Männern vorkommen. Ja, besonders, wenn es irgendwie was mit Technik zu tun hat. Deshalb, warum nicht auf dem E-Book-Reader? Ne? Genau. Also, da werden einem ja... Wie bringe ich das Buch an den Mann? Ich schenke ihm einen E-Book-Reader, ja. Weil das ist Technik, das versteht er. Wenn der E-Book-Reader jetzt noch irgendwie so einen Benzinmotor hätte, weißt du, so Durchzugstark, 12 Zylinder, Verbrennungsmotor, also mit so einem Seilzug, ne, dann... Okay, haben wir jetzt alle Klischees abgefeiert? Ja, nö, mir fällen schon noch ein paar ein. Also Vampire sollten nicht im Buch vorkommen, das ist wieder eher was für Mädchen. Okay, ja. Gut. Das wird wie verrückt, oder sind Vampire sind schon wieder rum, ne? Jetzt sind es irgendwelche Hunger Games oder so, die man lesen muss, ne? Ja, irgendwas. Wobei die sind eigentlich auch schon durch, seit es die Filme gibt, also. Okay, ja, das ist ja immer, ne? Buch auch, ich warte auf den Film. Nein, jetzt mal ernsthaft. E-Book-Reader. Warum brauche ich einen E-Book-Reader, wenn ich ein Tablet habe? Kann ich auch Bücher drauf lesen? Ja, kann ich, natürlich. Selbstverständlich funktioniert auch, je besser das Tablet ist, desto besser funktioniert das da auch. Aber es gibt zwei ganz entscheidende Unterschiede. Der eine ist die Akkulaufzeit. Ein guter E-Book-Reader schafft 103 Stunden Betrieb. Aber ich schaffe das ja nicht. So lange brauche ich noch nicht mal für Hunger Games 1, 2 und 3, oder? Gut, aber das heißt, für ein komplettes Buch, auch über mehrere Tage verteilt, komme ich da mit einer Akkuladung aus. Ich muss nicht permanent nachladen. Bei vielen Tablets ist es ja so, wenn ich dort lese, da komme ich ja noch nicht mal über einen Tag. Eine längere Eisenbahnfahrt ist schon für manche ein Problem. Mhm. Und das Zweite, was für mich eigentlich persönlich viel wichtiger ist, die Schrift auf deinem E-Book-Reader ist eine ganz andere, weil dort eine ganz andere Displaytechnik verwendet wird. Mhm. Da verwendet man nämlich in der Regel inzwischen von der Firma E-Ink das sogenannte E-Paper. Das ist ein Flachbildschirm, der mit kleinen farbigen Kugeln funktioniert. Die sind entweder schwarz oder weiß und dazwischen gibt es eben nicht viel. Graustufen werden dann durch die Menge der schwarzen und weißen Kugeln erzeugt. Und das Schöne ist, diese Displayart braucht nur zum Ändern des Displayinhaltes Energie. Dazwischen bleibt das Display einfach so, wie es ist. Das heißt, bei einem E-Book eigentlich nur noch, wenn ich blättern muss, habe ich tatsächlich einen Energiebedarf. Natürlich haben diese Displays auch Nachteile. Sie sind nicht bunt, das ist logisch, aber sie sind auch schrecklich langsam. Das heißt, Filme gucken auf einem E-Book geht einfach nicht, weil da komme ich auf weniger als 3 Frames pro Sekunde. Wäre dann auch in Schwarz-Weiß. Wäre dann auch erstens in Schwarz-Weiß und zweitens würde sich nicht bewegen. Also ist das total zum Lesen optimiert. Es ist wirklich zum Lesen optimiert. Und für diejenigen, die viel lesen, ist es eben auch das Gerät, wo ich dann mal bei ungünstigem Sonnenschein zum Beispiel, das geht auf dem Tablet oft auch nicht, wenn es dann von hinten reflektiert, wenn ich mehr von mir selber als von dem Buch sehe. All diese Sachen habe ich auf einem E-Book-Reader nicht. Die sind in der Regel ordentlich entspiegelt. Sie sind durch die Schwarz-Weiß-Darstellungen eben auch mit einem viel besseren Kontrast ausgerüstet. Längst noch nicht so gut wie in einem richtigen Buch, aber egal, sie kommen schon verdammt nah an das Buch ran.
Und ich kann im Dunkeln lesen, das wissen wir ja aus der Technik. Also das nicht. Also zumindest bei den meisten Geräten kann ich auch im Dunkeln lesen, weil sie eine Beleuchtung haben. Aber nicht alle E-Book-Reader haben eine integrierte Beleuchtung. Wenn ich also der typische nachts unter der Decke Leser bin, dann sollte ich darauf auf jeden Fall nochmal. Aus dem Alter sind wir ja wohl raus. Also ja, wer weiß. Was habe ich denn nochmal? Ja, Momo, glaube ich. Ach, das ist lange her. Das ist, glaube ich, wirklich lange her. Okay, dann haben wir uns verschiedene insgesamt. 6 verschiedene Geräte haben wir auf Herz und Nieren geprüft, aber daneben haben wir natürlich auch einen Blick darauf geworfen, in welchen Universen bewegen sich denn diese E-Book-Reader? Weil beim E-Book ist es leider genauso wie beim Smartphone, auch da gibt es unterschiedliche Welten und die Türen zwischen den Welten sind mit Verlaub gesagt vernagelt. Statt Apple ist die eine große Welt Amazon, oder? Genau, Amazon ist der eine große, der hat auch seinen eigenen Reader, das ist die Kindle-Serie. Mhm. Und daneben gibt's halt die EPUB-Serie. Da sind mehrere Anbieter, die sich auf dieses Format geeinigt haben. Theoretisch kann man die Formate austauschen. Das Problem ist nur, sobald der Kopierschutz ins Spiel kommt, dann funktioniert es wieder nicht. Das heißt, ich kann auf dem Kindle ein Buch im EPUB-Format sehr wohl lesen, wenn das nicht kopiergeschützt ist. Aber die meisten Bücher, die ich kaufe, sind halt kopiergeschützt. Und damit kann ich sie auf dem Gerät eben dann wieder nicht lesen. Aber Amazon verkauft schon nur digitale Bücher im Kindle-Format, ne? Genau, die AZW-Format ist das dann. Ja. Und die Bücher, die ich bei Amazon kaufe, kann ich in der Regel nur auf Amazon-Readern vernünftig lesen. Mhm. Oder eben mit den entsprechenden Apps auf dem Smartphone oder auf dem Tablet oder auf dem PC. Da klappt das natürlich auch. Aber bei den anderen Readern geht es eben in der Regel nicht. Das heißt, ich entscheide mich mit dem Kauf des Readers auch so ein bisschen für das Universum und für meine Buchquelle. Mhm. Was ich bei allen Readern kann, ich kann Bücher, die frei verfügbar sind, beispielsweise im PDF-Format oder im kopierschutzfreien EPUB-Format, kann ich auf allen gleichmäßig lesen. Und das ist auch ein Bereich, der sehr stark zunimmt. Wenn man sich also ein bisschen mehr für, ich sag mal, junge Literatur interessiert, gibt es da sehr großes Angebot, was zum Beispiel auch verschiedene Autoren dann im Selbstverlag anbieten, teilweise auch über Amazon, wo es dann gar kein gedrucktes Buch mehr gibt, sondern nur noch diese EPUB-Version, diese E-Book-Version. Das ist sehr interessant und die kann ich dann in der Regel auch auf allen entsprechenden Readern mir angucken. Gut. Dann fangen wir mal an. Wir können ja mal einfach hier erstmal die Kindles abfeiern. Ja, das ist auch insofern ganz schön, weil das ist der Bereich, wo es am preisgünstigsten ist vom Einstieg. Wenn ich also sage, ich nehme die aktuelle Version des Kindle ohne irgendwas hinterdran, ich nenne den mal Kindle 2014, dann zahle ich in der Version mit Werbung 59 € für das Gerät. Werbung heißt jetzt, dass ich zum Beispiel zwischen den Seiten ab und zu mal eine Werbung eingeblendet bekomme. Wer das nicht will, der muss dann nochmal... Ich glaube, es eimert. Ja, sehen Sie, ich will das nämlich auch nicht. Bei mir zahle ich dann lieber 20 € mehr, also 79 €, dann ist das Ding werbefrei. Wäre mir bei einem Buch auch lieber, wobei man bei manchen Taschenbüchern auch im Klappeneinband schon wieder Werbung hat und solche Sachen. Aber also ich überlege gerade, ich kämpfe da gerade mit dem neuesten Erguss von Peter Sloterdijk. Das ist echt sehr schwer für mich zu verstehen. Und dann kommt zwischendurch irgendwie Werbung für, Unterwäsche. Da bin ich doch gedanklich gleich ganz woanders. Ja, Sie kriegen personalisierte Werbung. Das heißt, ja, sie wird sich auf das Buch beziehen. So, ja. Dann, ja gut, weiter. Okay, gut. Also das ist so der günstigste Einstieg, sagen wir mal den richtigen Preis, 79 €. Da kriegt man ein sehr handliches Gerät, das eigentlich... schön funktioniert, hat aber eine relativ niedrige Auflösung. Klar, aber für 79 €, viel mehr kann man nicht verlangen. Mhm. Etwas tiefer in die Tasche greifen muss ich für den Kindle Paperwhite in der Version 2013. Mhm. Das ist ein Gerät mit einer sehr schnellen Oberfläche, hat einen sehr hohen Shopping-Komfort, das heißt, ich komme sehr bequem in den Shop hinein. Es hat leider nur einen relativ kleinen Flash-Speicher. Gibt es in 2 Versionen. Die Basisversion kostet 129 €. Da habe ich nur WLAN drin. Dasselbe gilt übrigens auch für den normalen Kindle. Der hat auch nur WLAN. Mhm. Es gibt aber auch eine UMTS-Version. Das heißt, da ist im Prinzip eine Mobilfunkkarte mit drin. Kann ich mein Buch dann auch noch in der U-Bahn kaufen? Quasi. Ich könnte dann meine U-Bahn im Buch kaufen oder umgekehrt. Ja. Ist interessant, wenn man wirklich viel unterwegs ist. Ansonsten kann man das eigentlich im WLAN-Shop auch ganz gut nachladen, diese Reader. Also Flash-Speicher, sind die eigentlich austauschbar oder muss ich den dann einfach leer machen, wenn er voll ist? Nein, den muss ich leer machen, wenn er voll ist. Also keine Sticks oder was passen da rein?
Keines dieser Kindle-Modelle hat einen Micro-SD-Slot. Das ist zum Teil auch nicht gewünscht, weil die möchten gar nicht, dass man die Bücher da rauskriegt. Man könnte dann ja versuchen, sich an dem Kopierschutz zu schaffen, zu machen und so weiter. Spitzenmodell von Kindle ist der Kindle Voyager. Kostet natürlich auch den Spitzenpreis in der Standardversion 198 Euro, mit UMTS 249 Euro. Ist das Gerät mit dem besten Display drin, muss man ganz klar mal sagen. Also auch über die ganzen anderen Geräte gibt es eigentlich nur noch ein weiteres Gerät, das da mithalten kann. Ist natürlich auch eine Menge Geld, die man da ausgibt. Lässt sich sogar einhändig gut bedienen. Das ist auch bei vielen Geräten nicht so ohne weiteres der Fall. Aber es ist halt auch wirklich sehr teuer. Gut, dann verlassen wir mal das Amazon-Universum und kommen zur Konkurrenz. Zum lieben Mitbewerb, wie es immer so schön heißt. Auch da sind wir quasi preislich gestaffelt eingestiegen. Es gibt von Kobo den Aura, kostet 100 Euro. Ist ein Gerät mit einer wirklich schicken Oberfläche, sehr nettes Design. Einzige Schwäche, dass der Kontrast ist nicht so gut. Da merkt man also schon, wo da das Geld bleibt. Es ist halt ein typisches Einsteigergerät. Aber nun gut, ist im letzten Jahr rausgekommen. Naja, vorletzten jetzt ja eigentlich kostet schon. Kostet 100 Euro. Kann man also guten Gewissens machen. Das neue Modell ist der Aura H2O. Fragen Sie mich bitte nicht, warum das Ding Wasser heißt. Kann ich nicht mit trinken, kann ich auch mit duschen, nicht mit duschen. Hat ein sehr kontrastreiches, scharfes und auch großes Display, ist wasserdicht. Daher das H2O. Also ich kann damit tatsächlich auch baden gehen. Kann ich doch. Regnen, solche Sachen. Ich kann doch damit duschen gehen? Ich kann damit tatsächlich duschen gehen. Also das ist... Okay. Ja, ist eine Option. Vielleicht ich würde es jetzt nicht empfehlen, ja, aber gut. Heißt das, wenn die Bushaltestelle nicht überdacht ist, dass man ja sowas in der Größenordnung. Nachteil ist, es ist relativ teuer. Es kostet 179 Euro, ist also auch schon verdammt nah an dem großen Kindle. Zu den richtig großen E-Books gehört das Pocketbook Inkpad. Das ist also ein weiterer Hersteller, der sich in diesem Bereich tummelt. Kostet 190 Euro. Ist eigentlich das beste Gerät für PDF-Dokumente, weil es eben dem A4-Format verdammt nahe kommt. Und PDF-Dokumente sind in der Regel sehr schlecht angepasst auf diese. Aber ich lese doch keine Bücher. Bücher erscheinen doch nicht im PDF-Format, oder? Ja, das ist mehr dann für diejenigen, die halt neben Büchern noch anderes darauf sich angucken wollen. Technische Dokumentationen und solche Sachen. Was nicht so gut gefällt, es hat eine sehr kurze Akkulaufzeit, also für einen E-Book-Reader finde ich zu kurz. Die Kontraste sind schwach und die Software ist relativ träge, da merkt man also schon, dass es da, ja, die müssen vielleicht noch mal ein bisschen dran arbeiten an ihrem System. Dann mal bitte schnell weiter, weil jetzt kommt sicherlich irgendwann auch ein Gerät, wenn wir schon Wasserfestes haben, haben wir sicherlich auch eins mit Raketenantrieb oder halt doch mit Seilzug. Nein, wir kommen nicht mehr zum Seilzuggerät, aber es gibt auch noch das Pocketbook Sense. Ist eine reine WLAN-Version, wie die beiden anderen davor übrigens auch, kostet 149 Euro, hat seine Stärke vor allen Dingen darin, dass es leicht zu handhaben ist, es ist viel zusätzliche Software installiert, die dann aber leider etwas störrisch ist, also mitunter wunderte man sich, warum man da jetzt nicht weiterkam, warum es jetzt doch ein bisschen hakelig wurde. Egal. Ist auf jeden Fall auch ein Gerät, wenn man was Leichtes und Handliches haben will und 150 Euro ausgeben möchte. Heftig in der Werbung ist doch auch dieses Tolino-Ding immer. Genau, das ist der letzte im Bunde. Das gibt es inzwischen in der Version Vision 2. Kostet 129 Euro. Vision muss man aber nur, wenn Regen drauf gefallen ist, oder? Visionen, Herr Münch. Ja, Vision, ja. Vision. Ist in sehr viel oder für viele Shops geeignet. Also da ist, hängt ja ein ganzer Verbund von Buchhändlern, Buchanbietern dahinter. Die Cloud-Synchronisation ist sehr gut umgesetzt. Das heißt, ich kann, egal auf welchem Gerät ich lese, immer an der Stelle weiterlesen, wo ich bin. Das geht sehr komfortabel, egal wenn ich mehrere von den Dingern habe. Ja, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese und jetzt aber an der Bushaltestelle bin, den E-Book-Reader nicht dabei hatte, aber auf dem Smartphone weiterlesen möchte. Also das geht auch. Das geht tatsächlich auch hier. Ich kann auch auf dem Notebook weiterlesen, auf dem PC weiterlesen und bin eigentlich immer genau da, wo ich bin. Auch ich muss also selbst in meinem 8,5-Stunden-Tag im Büro überhaupt nicht mehr aufhören, Hunger Games zu lesen. Ich muss nicht aufhören zu lesen und ich kann mir auch Notizen dazu machen. Die Notizen werden auch mitgeführt. Also
sehr schöne Sache für den Intensivleser. Ja. Das Display ist leider ein bisschen blass. Das ist sehr schade bei diesem Gerät. Kostet 129 Euro. Ich glaube, ich hatte es schon gesagt. Mhm. Und damit sind wir im Prinzip durch. Dann soll ich jetzt mal was ganz Tolles sagen. Ja. Sie kennen vielleicht Matthias Horks, diesen Zukunftsforscher. Ja, kennen Sie den. Da habe ich neulich habe ich einen Vortrag von ihm gesehen, wo er eine seiner Studien vorstellte, wo er quasi schon bevor es dafür belastbare Zahlen gab, sagte, ja Leute, also das mit den E-Books, diese Reader, das wird nichts. Und tatsächlich ist es so, obwohl alle darüber reden und alle über und das ständig in der Werbung zu sehen ist, haben die wohl gerade mal einen Marktanteil am gesamten Buchmarkt von so, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 3,5%. 3,5%. Ja. Es schoss hoch, die Verkäufe, bis eben auf 3,5%. Und seitdem bewegen wir uns auf einem Plateau. Das hatte er vorhergesehen. Ob vorhergesehen oder nicht, ist jetzt für uns ja wurscht. Es liegt wohl daran, dass der Mensch einfach gerne raschelt. Diese Haptik eines Buches, das ist jetzt nur ein billiger Ausdruck von Herrn Schnurrer, aber Sie wissen schon, was ich meine. Ne? Und auch mal, so ein Buch riecht ja auch und man klar, kann Lesezeichen rein. Lesen ist eben auch für viele Menschen mehr, aber da widerspreche ich jetzt mal dem Zukunftsforscher. Auf lange Sicht wird sich das E-Book sicherlich eher durchsetzen. Ja, wenn Sie noch ein paar Lautsprecher reinbauen, damit es dann knistert, wenn man oben blättert. Ne? Ja, ich denke, der Knackpunkt ist eher an einer anderen Stelle. Und zwar gerade hier in Deutschland ist das halt mit der Buchpreisbindung noch so eine Sache. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was so die durchschnittlichen Preise für Bücher und die gleiche E-Book-Version ist, dann hat man zum Beispiel so einen typischen Bestseller im Hardcover. Da zahlt man im Schnitt als Print 19,95 und als E-Book im Schnitt dann eben 15,98 Euro. In Deutschland. Das heißt, also, da zahlt man aber auch schon weniger. Im Schnitt, ja. Trotz Buchpreisbindung. Genau, da muss man immer so ein bisschen gucken. Das sind natürlich Mittelwerte über ganze große Pakete. Da sind Sonderangebote mit drin. Mhm. Aber im Schnitt zahlt man fürs E-Book ein klein bisschen weniger, aber eben nicht viel weniger. Nur habe ich an so einem E-Book natürlich viel weniger Rechte, als ich an einem Buch habe. Ein Buch kann ich ohne weiteres verleihen. Mhm. Dafür gibt es bei E-Books inzwischen die ersten Konstruktionen, die versuchen, das einigermaßen rechtssicher hinzubekommen. Innerhalb der Familie will Amazon das jetzt ermöglichen mit sogenannten Familienkonten. Aber meinem Kumpel mal eben mein E-Book leihen, geht nicht, ohne dass ich gegen irgendwelche Gesetze verstoße. Noch schlimmer wird es, wenn ich versuche, mein ausgelesenes E-Book gebraucht zu verkaufen. Ein gebrauchtes Buch kann ich jederzeit verkaufen. Auf dem Flohmarkt kann ich mir auch gebrauchte Bücher ohne weiteres kaufen zu entsprechendem Abschlag. Bei einem E-Book ist das alles nicht möglich. Ich habe halt nur eine Nutzungslizenz erworben und kein Buch. Mhm. Und insofern denke ich, an dieser Stelle muss man mal drüber nachdenken, ob die Preisgestaltung da wirklich auf die Dauer fast so teuer wie ein Buch, mit dem ich viel mehr machen kann. Mhm. Ja, wo ist denn da jetzt irgendwie der Spruch zum Zukunftsforscher? Ich denke, dass die Preise runtergehen werden. Und die Entwicklung zeigt im Moment auch, dass gerade junge Literatur im Moment immer mehr Richtung E-Book geht, sich auch dort ein ganz eigener Markt entwickelt, unabhängig von den Verlagen. Und da denke ich, wird es in Zukunft sich noch sehr viel mehr tun. Ja, das hatten wir bei der Musik auch. Und dann gab es einen riesengroßen YouTube-Star, unabhängig von irgendeinem Verlag. Der heißt Justin Bieber. Und jetzt hat er natürlich auch einen Verlag und eine Plattenfirma und ein entsprechendes Management und macht ganz klassische Tonträger, die man sogar, wie langweilig, auf CD dann quasi erwerben kann. Warten wir es mal ab. Ich glaube schon, die Autoren, die sich da in diesem wilden, freien Markt durchsetzen, die wird es dann auch als Hardcover geben. Aber wir sprechen uns in 10 Jahren. Genau, in 10 Jahren, Herr Münch. And now, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, señoras y señores, we will give on a little bit avec nous français et nuestra italiano. Was? Ah ja, okay. Ja, das war jetzt ein hübsches Mischen. Ni hao ma, kann man noch ein bisschen einschieben. Aber Angeber. Nein, es geht tatsächlich heute mal um Sprachkurse, die wir uns angeguckt haben. Und wir bleiben ganz bodenständig, nämlich englische Sprachkurse. Man kann das einigermaßen übertragen, was die jeweiligen Hersteller dann auch für die anderen Sprachen anbieten. Aber Englisch ist nun mal die populärste Sprache, die viele Leute immer noch lernen wollen. Darum haben wir gesagt, wir schauen mal, wie gut kann ich heute eigentlich zu Hause ohne Kursus in der Volkshochschule mein Englisch verbessern? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Und was gibt es für Möglichkeiten? Nun, grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann beispielsweise einen Kurs kaufen. Der kostet dann je nachdem zwischen, na, sagen wir mal 100 und, ups, der teuerste 500 Euro. Mhm. Oder aber ich melde mich bei einer Online-Community an und kann dort entweder kostenlos oder eben auch für eine Monatsgebühr zwischen 10 und 15 Euro mir quasi das Englisch beibringen lassen. Das heißt, wir reden jetzt natürlich irgendwie von Produkten, die ich auf dem Bildschirm genießen darf, ja? Genau, das sind Produkte, die ich in der Regel auf dem Bildschirm genießen kann. Einige davon kann ich auch auf dem mobilen Bildschirm, also auf dem Smartphone mit mir herumtragen, kann also unterwegs an der Haltestelle beispielsweise Vokabel trainieren. Aber das geht eben auch nicht bei jedem Paket und es geht auch nicht überall gleich gut. Bei den Communities ist es in der Regel so, die sind quasi browserbasiert, das heißt überall, wo ich ins Internet komme, wo ich mit dem normalen Webbrowser zurechtkomme, kann ich dann eben auch den Kurs weiter, ja, lernen, üben, was auch immer. Okay. Bei den anderen, bei den Paketen ist es in der Regel so, dass ich dann auf dem Smartphone bestenfalls einen Vokabeltrainer habe. Gibt's, kann man generell sagen, so eine Browser-Version mit Community funktioniert besser oder so ein einmal gekaufter Kurs für mich allein funktioniert besser? Das hängt sehr stark von den individuellen Lern- und, ja, Gewohnheiten ab, wie man diesen Kurs tatsächlich machen möchte. Mhm. Generell kann man sagen, dass die Kurse, die man über Pakete kauft, meistens umfangreicher sind. Sie bieten mehr Möglichkeiten. Sie haben in der Regel auch die Möglichkeit, dass ich individuelles Training bekomme. Das heißt, ich habe dort eine Art Eingangstest und bekomme dann quasi meinen Lernfortschritt, den ich auch überprüfen kann. Und je nachdem, wie gut oder schlecht ich bin, springe ich halt zwischen verschiedenen Elementen zurück. Und das geht bei beispielsweise Rosetta Stone in der Advanced-Version so weit, dass ich dort wirklich individuelle Programme habe, die ganz genau auf das zugeschnitten sind, wo meine Schwächen jetzt im Moment sind. Mhm. Jetzt habe ich den Namen der Firma schon genannt. Das sind auch die mit den 499 Euro für den kompletten Kurs. Da habe ich aber dann eben auch alles mit drin und habe ein sehr individuelles System. Das heißt, die Kollegen sagen, mit Rosetta Stone lässt sich dann schon gut zumindest mal Englisch lernen. Lässt sich auf jeden Fall gut Englisch lernen und auch andere Sprachen, das haben wir uns schon angeguckt, sind da relativ gut, aber dafür ist es auch ein sehr teures Produkt. Mhm. Andere Produkte, beispielsweise von Langenscheid gibt es die intelligenten Sprachkurse, IQ heißen die dort, die kosten dann eben 99 Euro, ist natürlich ein ganz anderer Einstieg und insbesondere, wenn ich mein Englisch eigentlich nur auffrischen will, ist das vielleicht eine ganz interessante Alternative. Nachteil bei diesem Kurs ist eigentlich, dass er keine Aussprachekontrolle hat. Mhm. Das heißt, da ist kein Modul drin, das guckt, ob ich das TH jetzt auch wirklich richtig da ausspreche oder ob mein Englisch an irgendeiner anderen Stelle hapelig und unverständlich wird. Das heißt, da habe ich dann bei den teureren Kursen schon mehr Möglichkeiten. Das heißt, ich rede mit Rosetta Stone und die sagt mir dann, genau, hey, ich habe dort Übungen und kann dort entweder in Form von Lückentexten oder eben auch in Form von Freitexten, die ich mir beispielsweise in einem Dialog zusammenstellen kann, so der typische Fahrstuhl-Dialog, ne, klappt die Anmache im Fahrstuhl auch auf Englisch, ist so ein Beispiel. Das kommt ganz darauf an, wie frisch man geduscht ist. Aber egal. Okay, das ist jetzt egal, welche Sprache. Ne? Gut, generell vielleicht nochmal so zum Einstieg. Also dieser Langenscheid-Kurs für 100 Euro ist eine sehr schöne Sache, wenn ich mein Englisch auffrischen will. Mhm. Wenn ich versuchen möchte, so ein bisschen mehr lebendig einen Kurs zu haben, dann gibt es die interaktive Sprachreise. Das sind Intensivkurse. Die kosten 100 Euro als DVD-Version oder eben 80 Euro als Download-Version. Die haben ein sehr schönes Element und zwar den Tim, der ist da mit dabei. Das ist der Sprachtutor, mit dem ich mich da quasi unterhalte, der mir auch hilft, meinen Kurs zusammenzustellen. Und das ist etwas, was vor allen Dingen dann Spaß macht, wenn man auch in höhere Niveaus gehen möchte. Und dann erstmal schaut, okay, hier habe ich vielleicht im Hörverstehen mehr Probleme, dort habe ich im Schriftlichen mehr Probleme, sodass ich mich also auch da individuell immer weiter nach oben arbeiten kann und eben auch eine Rückkopplung bekomme. Das heißt, auch wenn ich anfange, mehr Fehler zu machen, stuft mich das System automatisch in ein niedrigeres Niveau ein. Das heißt, ich muss da jetzt nicht so einen Anfängerkurs, einen für Anfänger 2, Fortgeschrittene oder sowas kaufen, sondern das System
weiß dann schon selber, wo ich hingehöre und bietet mir das auch entsprechend genau, an. Genau, richtig. Und so kann ich dann mir quasi auch individuell die Sprachniveaus, oder bekomme individuell das Sprachniveau. Machen das alle oder reden wir jetzt hier nur von der Sprachreise, die das kann? Das ist die Sprachreise und bei Rosetta Stone habe ich das natürlich auch. Mhm. Bei den Sprachkurs von Langenscheid bewege ich mich auf den Niveaus A1, A2. Das ist also, ich sag mal, Basis. Ich habe gerade Spanisch A1 hinter mich gebracht. Das ist nicht sehr viel. No, señor. Okay, ja, gut. Von Pons gibt es auch noch einen ganz interessanten Kurs, der bewegt sich auf B2-Niveau, B1, B2-Niveau, kostet 30 Euro, ist dafür aber relativ statisch. Es ist kein Kurs, wo ich viel Interaktion habe. Es ist im Wesentlichen etwas für jemand, der lernt dadurch, dass er etwas schreibt oder eben auch sich an Sachen anhört. Da ist wenig Interaktion, aber dafür kostet das Ding eben auch nur 30 Euro. Mhm. Und das ist eben, wenn ich weiß, okay, ich bin auf dem B-Niveau irgendwo angesiedelt und möchte das jetzt nochmal verbessern, ist das eine sehr schöne Möglichkeit, für relativ wenig Geld in diesen Bereich einzusteigen. Dann kommen wir jetzt auch schon zu dem Bereich, wo es interaktiv wird mit Communities. Mhm. Die bekannteste ist sicher Bubblecom. Ja, ich habe mal so diese Gratis-Version, da kriegt man bei Werbung eingeblendet und dann soll man sich was dazu kaufen oder so. Genau, probiert. Richtig. Das ist immer das große Problem, das läuft halt über Monatsabos. Mhm. Ich kann einen einzelnen Monat für 10 Euro abonnieren, dann kann ich einen Monat lang im Prinzip alle Sprachen, die dort angeboten werden, ausprobieren, kann dort quasi auch parallel mehrere Sprachen lernen, wenn ich dazu in der Lage bin. Ich bin es nicht. Parallel, glaube ich, ganz schwierig. Also, na gut. Es soll Menschen geben, die das können, aber ja. Ich gehöre leider nicht zu den entsprechend Sprachbegabten. Zu diesen Menschen gehören Sie schon deshalb nicht, weil Sie ja ein Mann sind. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, ne? Okay. Naja. Nein. Ich kann es auch günstiger kriegen, wenn ich zum Beispiel gleich sage, 3 Monate, dann kostet das pauschal 20 Euro für die 3 Monate. Mhm. Aber ich komme eben aus diesen Kursen auch schnell wieder raus, muss da nicht wie bei Rosetta Stone 500 Euro gleich mal auf den Tisch legen. Also niedrigeres Einstiegsniveau auf der finanziellen Seite. Die Kurse an sich sind etwas lebendiger natürlich, weil sie eben auch mehr Rückkopplungsmöglichkeiten haben über das Internet. Hier setzt man auch sehr stark auf Communities. Das ist vor allen Dingen bei Busu so. Das ist eine weitere Lern-Community, die mich also irgendwo zwischen A1 und B2 auffängt. Mhm. Da wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich Interaktion habe mit anderen Lernenden, kann also auch von anderen Lernenden. Was heißt denn das konkret? Ich kann mich mit denen über einen Chat kurz schließen, ein spezielles System, was dort integriert ist, und quasi mit denen mich unterhalten. Nee, aber auf dem A1-Niveau kann ich maximal ein paar Socken kaufen. Also okay, gut, für A1 vielleicht nicht, aber wenn es dann weitergeht, ist das sicherlich eine interessante Option. Das ist auch bei dem... Ach so, so schnell geht es aber nicht weiter. Ich finde, man überschätzt sich da so ein bisschen. Ne? Vielleicht habe auch nur ich mich überschätzt, aber das dauert ja schon so. Wenn man sich so einen Kurs nimmt, dann hechelt man da 3 Monate rum und am Ende hat man halt A1-Niveau. Das heißt, man kann nach einer Umkleide fragen, ein Hotelzimmer buchen, einen Mietwagen mieten und im Restaurant irgendwie ein Bier bestellen. Aber das war es dann auch. Ne? In der Tat. Ja, naja, gut. Aber ich wollte es nur noch mal erwähnt das haben. Das Sprachenlernen ist halt nicht einfach. Muss man leider mal so zur Kenntnis nehmen, wenn man nicht zu den Superbegabten gehört und wir beide offensichtlich nicht. Eine Community sollte man auf jeden Fall noch erwähnen, weil sie eben auch kostenlos ist und ich dort eben einfach mal ausprobieren kann, was funktioniert. Duolingo heißt das, Duolingo.com, ist auf jeden Fall etwas, was man mal ausprobieren sollte. Mal gucken, ob man damit zurechtkommt mit dieser Art. Dann weiß man vielleicht schon mal, ob Community was für einen ist und ob man grundsätzlich mit diesem Community-Gedanken sowas entscheidet oder ob man halt dann doch Rosetta Stone 500 Euro. Mein Gott, 500 Euro, das sind auch 5 Einzelstunden bei einem Sprachcoach, ne? Also mehr nicht sozusagen. Klar. Gut. Das große Problem Bildungsurlaub geeignet ist das nicht, ne? Also das zahlt denn der Arbeitgeber nicht, wenn ich sage. In der Regel zahlt das der Arbeitgeber nicht. Das große Problem bei diesen Kursen ist ja immer, wenn ich das alleine mache und nicht jede Woche irgendwo hinlaufen muss,
dann muss ich mich auch alleine disziplinieren. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass ich in den Kursen sowas wie Erfolgserlebnisse habe. Das ist bei Duolino ganz schön gelöst. Da kann man also dann noch Punkte erwerben. Man kann seinen Lernfortschritt spielerisch nach vorne bringen. Wissen wir aber doch seit Super Mario, die Belohnung ist irgendein großer goldener Stern auf dem Bildschirm. Oder man kriegt jetzt irgendwie einen Umfang freigeschaltet, mit dem man fliegen kann. Super Mario ist ein super Stichwort in dem Zusammenhang. Das ist tatsächlich dort so. Ich habe dort 3 Leben und habe eine bestimmte Menge Fehler, die ich machen kann. Und wenn ich diese Lektion halt nicht mit diesen 3 Leben überstanden habe, muss ich sie offensichtlich nochmal machen. Also da hat man schon sich so ein bisschen Anleihen beim Spiel genommen. Aber ich finde die Idee ehrlich gesagt ganz putzig, weil ich kenne es von mir selber. Ich habe einmal versucht, schwierige Fremdsprachen in so einem Kurs zu lernen und die ersten 3 Wochen war ich noch voll dabei und danach war ich voll weg. Aber trösten Sie sich selbst, Super Mario spricht ganz schlechtes Englisch mit starkem italienischem Akzent. Okay. Das war's dann wohl, ne? Ja, well man, that's it for today. Oder so ähnlich. Ne? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Gracias, muchas gracias, grazie. Bedankt. Shihini. Das wird Daniel und Netanyahu. Nee. Egal. Damen und Herren, bevor wir gehen, vergessen Sie bitte nicht, uns weiter zu empfehlen und Leute ganz schamlos dazu anzustiften, uns zu abonnieren. Das würde uns sehr freuen. Genau. Und tschüss. Oder so, tschüss. Ja, tschö mit Ö. Tschö. Ja. Abonnieren, ja, und weiterempfehlen. Nicht, dass wir uns deswegen die Haaren kriegen.